Und damit heiße ich euch willkommen zur Demo von Symphonia. Auch ein Spiel, das interessant aussah, was eventuell auch knifflig sein könnte, ich weiß es nicht. Aber es hat mein Interesse geweckt. Wir wollen das dann natürlich mal spielen. So, auf den ersten Blick sieht alles ziemlich englisch aus. Wir haben aber auch Deutsch, cool. Ein Timer gibt es. Geigenbogenrichtung. Okay. Steuerung, ich spiele das Ganze mit Controller. Dachte nämlich, das Spiel sieht aus, als wäre es gut, wenn ich es mit Controller spiele. Es gab einst vier musikalische Wunderkinder, die einen Ort der Legenden geboren haben. Symphonia, ein mystisches Reich, in dem Musik Leben bringt und Wunder möglich macht. Für eine Weile trieben die Gründer und ihr Orchester das Reich mit Musik an und alles war gut. Aber selbst im Paradies wird Zwietracht gesät und so kam es schließlich zur Katastrophe. Die Gründer verschwanden und selbst der Rest der Musikanten getrennte Wege ging, verstummte das Reich nach und nach. Eines Tages entdeckte ein Roboter ein Relikt aus alten Zeiten. Vorher ungläubig begannen sie nun zu glauben. Geführt von der Hoffnung reisten sie zu dem Ort, an dem alles begann, und schon bald. The World of Symphonia and His Prodigies. Where are they now? Ich kann einfach runterrutschen. Amphitheater der Gründer. Also sind wir einer der Gründer. Wir können auch hüpfen, aber beim Rutschen konnten wir nicht hüpfen. Vor allem, wenn es auch mit Musik zu tun hat, kann ich mir das echt gut vorstellen, ne? Wir haben keinen Doppelsprung. Aber wir können anscheinend auch so runterrutschen. Ja, sieht doch ganz danach aus. Ah, wir können auch von der Wand aus so abspringen. Ah, er ist ein Dirigent. Oder was? Schon interessant generell so mit Robotern. Interagieren. Die Geige spielen. Drücken Sie Y, um die Geige zu spielen. Also ich kann das auch jederzeit spielen. Also Geige ist zwar jetzt nicht mein Favoritinstrument, weil das ist das Klavier, aber ich hätte mir es jetzt ein bisschen schwierig vorgestellt, wenn er... der Gründer hier so herumläuft, ne, mit einem Klavier im Petto. Trotzdem kann Geige sehr schön klingen. Also viele Instrumente. Nahezu alle Instrumente, oder? Außer Blockflöte. Aktuell sind Ferien. Ein paar Mal ist es jetzt ausgefallen. Aber nächste Woche geht es dann weiter mit der Blockflöte. Ich freue mich. Und das Design ist bis jetzt auch ganz schick. Ich frage mich, ob wir Symphonia dann wieder zum alten Glanz verhelfen. Wenn wir dann... Wahrscheinlich machen wir uns auf den Weg, um die anderen auch zu finden. Damit wieder Harmonie herrscht hier. Und dass wir mit Musik vorankommen. Ist die Frage, werden wir auch so...
kämpfemäßig was haben oder wird das alles hauptsächlich Geschick-Rätselei sein? Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Drücken Sie RT, um mit einem Geigenbogen zu stoßen. Drücken Sie in der Nähe des Bodens, springen Sie hoch in die Luft. Aha. Das ist angenehm. Kann ich auch mit... Also kann ich sowohl RT als auch LB, muss ich sagen. Okay. Wieder runterrutschen. Ja! Das war so nicht geplant. Kann man auch viel einfacher hier gegen Stacheln fallen. Ja, bis man das raus hat, wie weit das geht und so weiter und so fort. Da wird es öfters mal Stellen geben, die tricky sein werden. Prallen Sie in der Luft mit A und RT ab, um einen größeren Sprung zu erreichen. Mhm, das hatte ich ja auch schon gesehen. Und dann so hoch. Ich frage mich ja auch, ob wir nur den Geigentypen spielen werden oder ob wir im Endeffekt... da ist ja irgendwas. Was ist das? Irgendwas zum Sammeln. Also ob wir jetzt im Endeffekt nur den Geigentypen spielen oder aber gegebenenfalls auch die anderen... Halten Sie RT in Richtung des Kissens und wählen Sie mit den Steuerungstasten eine Richtung. Lassen Sie dann los, um sich mit einem mit einer Schleuder zu katapultieren. Ey, ja, okay. RT, dann in die Richtung. Aha. Sehr interessant. Ach, ich kann ja auch durch Böden so im Endeffekt durchspringen. Ja, doch. In die Richtung. Gut, dass er immer so ein bisschen die Richtung zeigt, weil das ist nämlich spiegelverkehrt. Ich mache nach unten. Nach unten und er geht dann nach oben. Das muss ich definitiv ändern. Kann ich jederzeit in die Einstellung? Ja. Umgekehrtes Katapultieren. Das dürfte dann im Endeffekt das sein, wo ich meine, wenn ich schon in die Richtung zeige, in die ich will, ja. Also wenn ich nach unten will, drücke ich nach unten. Wenn ich nach oben will, drücke ich nach oben. Ich will nach oben, weil ich will den da. Wie ich auch jederzeit in der Luft machen kann, ne? Okay, gibt also vier Sachen zum Sammeln. An der Decke haften. Mit RT können Sie an den... Ja, das, ich konnte ja schon an den Seiten haften, also von daher. Ach, ich... Nee, okay. Ich dachte schon, ich könnte einfach so... Ups. Klappt gut. Klappt gut. Eigentlich kann ich mich doch nach unten fallen lassen. Muss ja nicht oben lang. Das war jetzt nur für die Münze. Ach, jetzt hat es funktioniert. Vorne hat das nicht so gut funktioniert. Wie man gemerkt hat, Wänden rutschen und von Wänden abspringen. Rutschen Sie Wände entlang, indem Sie ihnen neben Ihnen herabfallen. Drücken Sie während des Rutschens Arm von der Wand zu. Ja, das habe ich ja auch schon festgestellt. Ja... Ich wollte mit dem Joystick weitermachen und habe dann versehentlich nach oben gemacht. Ne, hier ist nichts, ne? Ne. Dup, dup, dup. Mag sowas hin und her hüpfendes. Ne, ist
hier ist nichts. Aber hier können wir wieder Geige spielen. Okay, ich dachte schon, irgendwie muss es ja jetzt weitergehen, ne? Oh, hier sind überall Roboter, das finde ich irgendwie ganz schräg. Aber bis jetzt macht das Spiel eigentlich einen ganz guten Eindruck, ne? Könnte was für mich sein. Das weiß ich nur nicht. Kann ich gerne nach unten gucken? Oh, so. Ah. Und dann nach oben, okay. Gut. Hä, wieso? RT? Ah! Was war denn das? Cool. Auf alle Fälle. Lassen Sie RT los, ohne zu bestehen, um sich einfach fallen zu lassen. Ja, das habe ich ja auch schon festgestellt. Was haben wir hier? Abfall mit Schwung. Prallen Sie mit RT vor der Landung ab, um mehr Schwung zu sammeln und größere Hindernisse zu überwinden. Oh, um dann in die nächsten Stacheln zu fallen, die dahinter sind. Hab ich gemacht. Boah. Irgendwie hat das nicht so gut funktioniert in diesen... Weil da kein Boden war, ich weiß. Okay, das ist echt tricky. Das kriege ich ja hin. Vielleicht sollte ich erst springen und dann. Oder ich muss den Schwung nutzen. Was ich sage. Ja, wahrscheinlich doch so den Schwung direkt nutzen. Ha? Aber es klappt ja. Man muss es so ein bisschen ausprobieren, ne? Learning by doing. Glashaus der vier Winde. Die Musik ist so schön. So richtig schön idyllisch. Ah! Ah! Ja, ich war so ein bisschen... Okay. Ah! So spät. Zu früh... Ich krieg das noch hin. Vor allem die leuchten halt immer vorher auf. Ne? Ich war einfach nur so ungeduldig. Da oben ist. Ah, da oben. Ach, Kellemensch. Da oben ist eine Münze, was ich sagen wollte. Ah. Aber ich habe die Münze. Zählt das? Nein, zählt nicht. Schade. Okay, ich krieg das noch raus. Ah, fuck. 5 Millionen Jahre später. Ich krieg das noch raus. Hätte ich so rüber, ne? Irgendwie gemusst. War gar kein so verkehrter Ansatz. Hier drauf, da hoch. Ah, und dann irgendwie. Irgendwie. Danach hapert's. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Ah, wir haben hier Auftrieb. Oh, das ist nicht gut. Wegen solcher Dinge.
wie viel mache ich denn das jetzt? Nee. Hä, wie soll ich denn das jetzt hier hinkriegen? Hört's mal ein bisschen auf, weil da komme ich ja definitiv nicht durch. Hallo? Musik hilft. In diesem Falle leider nicht. Wie soll ich denn das machen? So mache ich das. Mit entsprechenden Nebengeräuschen. Ich wollte gerade sagen, der Wind war aber kurz weg. Bei meinem Glück wäre ich nämlich genau dann das erste Mal gesprungen. Wenn der irgendwie genau dann wegfällt. Oh mein Gott. Ich kriege hier Angstzustände. Ja, es ist knifflig. Ich brauche noch nicht mal irgendwelche Gegner. Es ist einfach auch schon so knifflig genug. Das Handling ist aber noch einfach. Oh mein Gott. Autsch. Wieso geht denn das nach unten? Nee, das war zu schnell. Okay, ich muss hier auf jeden Fall oben erstmal bleiben. Und dann irgendwie den Schwung gut nutzen, dass ich schnell hier hinkomme, was mich dann wieder auffängt. Da ist eine Münze. Ich habe vergessen, dass das nach unten geht. Es war eine Sekunde her und dann habe ich das vergessen. Doof. Das wäre so ein Spiel, da kann man sich so ein Death-Counter machen. Ich habe das schon wieder vergessen. Ey, das ist doch schlimm. So, das ist kein Problem. Dann hier hin. Ich habe halt Angst, wenn ich zu viel Schwung habe, dass ich dann eben da so oben ranknalle. Aber ich brauche ja einen gewissen Schwung, um eben diese Münze zu kriegen. Hoi, kelle Mensch. Was ist das? Irgendein Typ, der auf eine Querflöte gespielt hat. Keine Blockflöte. Oh, er bewegt sich sogar. Ich kann spielen. Also ich kann Geige spielen und er bewegt sich dabei. Und die Demo ist leider vorbei. Also, ich habe jetzt nicht viel vom Spiel gesehen, aber die Steuerung und auch diese Tatsache, dass man halt mit Musik arbeitet. Dementsprechend ist die Musik natürlich im Spiel auch wirklich schön. Das Setting bis jetzt ganz gut, macht einen guten Eindruck. Hat so ein bisschen was von Hollow Knight und Ugly, finde ich. Vor allem von Ugly. Das hat aber mehr Rätselpassagen, war aber genauso tricky und ist genauso tricky wie Hollow Knight, nur dass es eben aktuell zumindest keine Kämpfe hat. Aber da wäre ich echt mal neugierig. Ich glaube, das landet bei mir auch auf der Wunschliste. Mal gucken, mal gucken. Gut, das war's mit der Symphonia-Demo. Wir sehen uns dann einfach in anderen Projekten wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.